Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Magie zu Ehren, meine Lieben. Und da fiedelt das unsichtbare Quartett eine lustige Melodie vor sich hin. Und es klingt. Ja, ich möchte hier eigentlich gar nicht aufhören in der Burg. Es ist immer wieder so lustig hier. Findest du nicht? Tja, das ist Geschmackssache. Ich suche immer noch nach Xenobia Noke. Denn ich möchte gerne diese Quest abgeben. Ich weiß, sie war unten im Erdgeschoss eines dieser Gebäude hier. Ja, so heißt das Gebäude. Ein Wasserspeier, der redet. Okay. Das ist, ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobia. Ja, ich weiß, da oben ist wieder einer und ich will sie wirklich nicht immer wieder suchen. Ja, ich suche Zenobia Noke. Wo ist das Mädel? Wo ist sie? Ich hätte es ja jetzt gucken können, irgendwie hätte die Wiki inhalieren können, aber ihr wisst ja, das ist nicht so meins. hier geht es runter. Wo geht es denn dahin? Ach, ich glaube, hier geht es in die Bibliothek, ne? Irgendwie. Ja, hier geht es in die Bibliothek. Ach, guck mal, da sehe ich ein Kästchen. Das will ich mir dann doch mal anschauen. 18 Okorowskis, das macht gute Laune. Da hinten sehe ich einen Schrank für Hausmarken. Mal sehen, ob ich den auch bereits... Nein, hier haben wir den daedalischen Schlüssel noch nicht hingelotst, glaube ich. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür. Was klingt denn hier so schrecklich laut? Ja, wahrscheinlich der daedalische Schlüssel. Schrank, meine ich. Und die dazugehörige Fluchflamme. Da hinten sehe ich was flattern. Das ist ein daedalischer Schlüssel. Warte. Ja. Na komm her, mein Guter. Komm her. Ich weiß, wo du hin musst. Und ich werde dich dort treffen. Wir sehen uns da, ne? Wir sehen uns da. Dann haue ich dir eine auf die Fresse. Entschuldigung. Und dann, haben wir Spaß. Ja. Super. Schön, dass du dich da hinsetzt. Ist super, dass du das tust. Könntest du mal zur Mitte fliegen? Lalalala. Ich hau da einfach jetzt drauf, so lange, bis das Viech da reinfliegt. Ja, komm. Zur Mitte, zu der... Ja. Jetzt hätte ich beinahe einen alten guten Spruch gesagt, der allerdings ein wenig... Ja, das ist ein alter Trinkspruch. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack. Entschuldigung. Rebellion. Wenn ihr mich unflätig findet, dann sei euch das gegönnt. Meine Unflat ist besser als Unrat, was? Das muss ja interessant sein, an so einem Schreibtisch zu sitzen, wo dich die ganze Zeit einer anglotzt, der aussieht wie ein US-amerikanischer Politiker. Ich will noch mal in den verbotenen Bereich der Bibliothek. Kann ich das? Rebellion. Da flattert was. Ach so, automatische Stempelung. Tja. Das könnte in Deutschland wunderbar Bürokraten einsparen, weißt du? So, wenn man... Lesen kann das? So magisch sein wie zaubern. Warum ist eine Truhe? Das nicht? Warum kann ich da nicht durch? Moinsen! Warte, hier müsste doch irgendwo ein Eingang sein. Da drin ist eine Truhe, hinter dem Feuer. Da. Kann man da rein? Kann ich einen Besen verwenden hier drin? Nö. Schade eigentlich. Soll ich immer einen chinesischen Kaukohl an den Kopf werfen? Nee, ich habe sowas gar nicht dabei. Schade eigentlich.
Ja, ob bei dem Bosskampf, den wir später machen werden, tatsächlich, ob dort Zaubertränke und so weiter von Hilfe sein können. Es wäre ja nur logisch, ne? Ich gucke hier noch mal ein bisschen rum. Es tut mir leid, wenn das jetzt hier ein bisschen langweilig wird. Oder auch nicht nur ein bisschen, sondern ganz viel langweilig. Nee, hier kommt man nicht. Doch, hier kommt man noch rein. Ist ja Wahnsinn. Rebellion. Ich dachte, das sieht da so interessant aus. Da geht eine Treppe runter. Ich würde mir gerne noch mal diese verbotenen Bereiche angucken. Nee, das ist aber nichts, was man fangen soll. Nein. So, ich gucke hier noch. Ich kann es auch nicht anvisieren, insofern ist das nichts, dem wir was tun sollen. Kann ich hier rüber hüpfen? Nee, natürlich nicht. Ging es hier hinten nicht lang? Oh, das war jetzt aber mal lautes Plim. Rebellion. Ja, ich wollte ja jetzt eigentlich auf die Hauptqueste gehen. Wollte ich eigentlich, ja. Tatsächlich, hatte ich vor. Das wird immer lauter, das Pling. Da unten ist eine Truhe. Dass ich jetzt hier so einfach rein kann. Ich höre ein Klingeln. Da! Na sowas. Verzauberte Bücher. Am besten meidet man diese Bücher, sofern dies möglich ist. Nicht so sehr wegen ihrer Tendenz, aus den Händen ihrer Leser zu fliegen, sondern weil der Inhalt fantastisches Geschwafel ohne jeglichen pädagogischen Wert ist. Ah, das kann man sich ja selber entscheiden. Lustig. Kann man sich die Nase drin klemmen, wenn man das liest. Ja. Rebellion. Hier blinkt jetzt nicht mehr. Das hat man schon. Aha. Da unten sehe ich, was das interessant ist. Das ist das Buch von das Rumpelbuch von Rumpelzahn, dem Rumpelmagier. Oh, hier kann man rein. Ich frage mich, was das da für komische Statuen mit diesen Globen sind. Rebellion. Ja, hier sind wir einst dereinst. Und da Royal Rosa. Jetzt haben wir aber bald auch alle Zauberstabgriffe, die übrigens meiner Information nach auch keinen Mehrwert bieten für irgendetwas. Hier kann man tatsächlich noch rein. Hier war die Denkariumsgeschichte. Aber ich glaube, zum Denkarium kommt man dann nicht mehr. Aber wir können wenigstens noch die Truhen, die ich übersehen habe, zumindest in dem Bereich hier holen. Ja, ich war so aufgeregt, als wir hier im Denkarium waren. Oh, hier kann man tatsächlich noch rein. Ja, ich mach das gleich. Hellbraunes Reitergewand. Wozu sollte ich sowas haben wollen? Ich bin kein Reiter. Reiter. So, halt mal. Komm jetzt her. So. Können wir das tatsächlich noch machen, in das Denkarium gehen? Rebellion. Entschuldigung, aber ich habe hier letztes Mal meines Erachtens einiges übersehen. Und nicht getan. Vielleicht.
Das Athenäum. Ja, tatsächlich, wir können wieder rein in das Athenäum. Das ist interessant. Oh, Kaffeesatz. Entschuldigung, knuspriger Kaffee, wie ich immer sage. Ja, ich mache das mit dem, so einem, ich weiß nicht, wie man das nennt, meinen Kaffee mit so einem Runterdrückding. Und da kommt immer sowas irgendwie, man darf also den letzten Schluck Kaffee nicht vollständig trinken. Falls ihr hinten übrigens was auf dem Gaming-Stuhl seht, hier irgendwie so Frotti, das ist ein Handtuch, das ich dahin gemacht habe, damit ich nicht am Rücken schwitze, weil es ist sehr unangenehm, Rebellion, auf so einem Gamersessel zu sitzen oder Gamerstuhl zu sitzen und dann, wenn es so heiß ist wie heute, dann fließt einem, wie der Gronkh sagen würde, die Schwacke hinten runter. Warte? Das geht tatsächlich noch. Das geht hier alles noch. Ist ja Wahnsinn. Ich habe gedacht, der Bereich wäre abgesperrt, weil wir den durch hatten. Ja, ich hoffe nur, dass unsere Freunde, die Denkariums-Spezialisten, nicht wieder da sind. Wobei, könnten wir gut trainieren. Da drüben ist eine Kiste. Die sieht geöffnet aus, aber wie habe ich das dann hingekriegt? Fliegen kann man hier ja nicht. Das war krass. Moment, Moment, Moment. Wenn ich jetzt hier mal speichere, das muss ich doch nicht mit dem. Ich hätte es beinahe wieder mit dem Keyboard gemacht. Ich muss mir das mit dem Controller angewöhnen. Oh, wir haben ja wieder. Also ich mach die Facecam nur weg, wenn was Neues ist, was ein Outfit. Ja. Dann blende ich wirklich mal weg. Hier 16 minus alter Nö, ne? Gut, das war. Nee, halt, stopp, das war's noch nicht. Da ist noch was. Ich habe noch einen Rücken gefunden. Nee, einen Hals habe ich gefunden. Gab so einen Hals. Na, das muss ich dann nicht zeigen. So. Und dann noch was? Entschuldigung, ich bin ein Honk. Ach so, Zauberstabgriffe, ja. Wie viele von den Dingern gibt es denn noch? Digi. Sieht irgendwie hübsch aus. Finde ich. Aber die haben natürlich auch. Den finde ich mal hässlich. Der ist irgendwie recht nett. Ja, den hatten wir, glaube ich, zuerst. Weißt du was? Ich nehme aus Spaß den hier. Ich bin ein Einhorn. So. Ja, bin ich in der Tat. Ich habe ein Horn. Mhm. Wie gesagt, kann ich euch aber nicht zeigen. So. Ja. Ein bezaubernd königlicher Stil in rosa und Cremetönen. Ja. Heute bin ich mal rosa am Start. So, dann haben wir nur Revelio-Seiten hier. Wir haben heute noch gar nicht gekämpft, meine Lieben. Nö, haben wir noch nicht. Okay, kriegen wir aber. Guck mal, 65 von 150 Revelio-Seiten. Das hier ist der Auguri. Hier haben wir Professor Sharps Aurorenabzeichen. Und hier haben wir verzauberte Bücher. Hier haben wir die Statue von Gregor dem Kriecher. Und ja, das war's. Raus aus dem Laden. Apropos raus aus dem Laden. Ich würde gerne abspeichern. Das wollte ich eben eigentlich schon. Und dann würde ich mal versuchen, darüber zu springen. Ich weiß, es wird mit großer Wahrscheinlichkeit schief gehen, aber wie soll man sonst dahin kommen? Wenn du es weißt, sag gerne Bescheid. So. Ja, guck mal. Irgendwie. Jupp. Ach, hier kann man auch Speicherstände löschen. Interessant.
Manchmal möchte ich einfach nämlich nicht zeigen, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Aus welchen Gründen? Ja, aber das geht niemand was an. Hui! Und ab ins Nichts. Ach so, da geht eine Treppe rüber, da geht eine Leiter rüber, Leiter. Was? So. Naja, da muss man dann ganz mutig sein und hier so lang gehen. Ja, dann geht das schon, ne? Alter. Ist aber auch nicht ungefährlich, weil da kann man auch leicht mal beiseite laufen. So. Ach, es hat sich doch gelohnt, hier nochmal herzugehen. Malvenfarbener Schal mit Schlossmuster. Ja. Ja, kann man schon mal irgendwie in die falsche Richtung laufen. So, dann gucken wir noch mal. Nö, also von der finanziellen Sicht aus ist das schon wichtig, hier noch mal drin gewesen zu sein. Ah, geht nur mit einem normalen. Mit einem Basiszauber. Okay, okay, okay. Oh! Ja, nicht schnell genug gewesen, ne? Okay. Wenn man zu schnell ist, ist es schlecht. Ah! Alter, was geht denn hier ab? Hossa! Achso, springen muss man. Ah. So. Jetzt komme ich aus der Perspektive nicht raus. Ich kann mich nicht drehen. Ich kann nur nach hinten gucken. Ich kann derzeit nur noch. Jetzt kann ich mich endlich drehen, okay. Ja, manchmal hat das Spiel seltsame Dinger. Dann kann man irgendwohin nicht hinschauen. Schau mal da nicht hin, du. Muss ich vielleicht noch mal? Das lief aber letztes Mal besser, ne? Ach, da kann man auch noch. Warum sollte man? Die habe ich schon geöffnet. Ja. Zum Glück sind die Denkariums Knilche nicht hier. Ob man noch mal ins Denkarium gucken kann? Nein. Interessant. Bibliothek betreten? Also, okay. Also dann waren wir jetzt nochmal im Athenäum. Wie viel Zeit hat uns das gekostet? Nicht mal eine Folge, das ist doch ganz in Ordnung. Ja, zu viel Kaffee bringt Versabler. Ja, ich spiele heute so lange höchstens, bis die Getränke alle sind, also bis der Kaffee alle ist. Ich sehe mich heute nicht die vollen, das sage ich jedes Mal, die vollen 5 Stunden und so weiter machen. Ja, weil halt ich eigentlich müsste ich heute noch, genau in der gleichen Nacht, müsste ich heute noch ein klein wenig Far Cry aufnehmen, Far Cry 2, weil da geht demnächst, ja gut, in 6 Tagen geht da das Material aus. So, ja, hier sind wir dann wieder. Okay, ich weiß auch, wo wir sind. Okay,
Ich habe eigentlich noch so viel Lust, hier weiter zu explorieren, weil diese, also nicht zu explodieren, sondern zu explorieren, weil ganz einfach, dieser Kasten hier ist so magisch und groß. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum. So, wo geht's denn da hin? War ich da schon mal? Mit Sicherheit. Was ist das? Interagieren? Ach so. Interagieren. Ja, das hatten wir schon mal. Ist aber eine Weile her. Insofern schäme ich mich auch nicht dafür. Ach! Na? Ach so, jetzt verstehe ich. Der hat ihn doch immer die ganze Zeit und ihm dann so auf den Arm gehauen, ne? Nee, das geht mal gar nicht. Na du, warte mal, ist hier vielleicht zufällig, also irgendwas ist am Start, ja. Ich sehe da, glaube ich, wieder so ein Feuerbecken, das man anzünden kann. Mhm. Eine Handbuchseite mit einem Katzending. Holzkatze. Aha, ist das süß. Diese hölzerne Statue bildet Pangur Don ab, den furchtlosen Mäusejäger und hingebungsvollen Lerngefährten. Hallo. 7 von 50, okay. Alter, meine Stimme heute ist aber gar nicht gut.